wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend hier aus dem Steintor-Varieté aus Halle an der Saale. Ja, boah, ey, jetzt können wir endlich mal. Ist das toll. Endlich können wir heute so richtig dieses ganze Jahr, dass das da ist. Geht euch das auch so? Hä? Dieses Jahr, oder? Das ist, also, man sagt ja immer, oh lieber Gott, je älter man wird, desto schneller geht so ein Jahr rum. Aber dieses Jahr hat es wirklich gestimmt. Also es ging so schnell, gefühlt, also ist dieses Jahr verflogen. Ne? Also es hat irgendwie, man hat es gar nicht so richtig mitbekommen. Also noch nie war ein Jahr nach einer Fußball-Weltmeisterschaft so schnell zu Ende. Das war alles mal. Also mal hingehen, was für ein Durcheinander. Oder wie der Argentinier sagt, what a Messi. Also die WM in Katar, also das war, damit ging es ja, also zu Ende, dieses verrückte Jahr. Und es war aber auch, haben viele gesagt, das Highlight des Jahres, oder? Also ich fand's ja, also ich fand's schon so toll, wie die WM losging und vor allen Dingen wann Startschuss war an unserem toten Sonntag. Das war Timing. Da werden sich auch die in Katar verstorbenen Arbeitssklaven gedacht haben, das ist aber schön, dass ihr an uns denkt. Diese WM in diesem Wüstenstaat, also in diesem Wüstenstaat, und wir mittendrin. Also, naja gut, also er mit dabei. Also ganz kurz, war das eine peinliche Nummer von uns? Also vom Spielerischen mal ganz abgesehen, da sind ja einige Hölzern über den Platz gestolpert. Da, also gut, man kennt den alten Spruch, ne? Deutschland ist eine Furniermannschaft. Und dann diese Aufregung um diese One-Love-Binde, what a love. Na, die dürften die Spiele ja nicht tragen, weil der DFB sich gleich zum Bettvorleger der FIFA gemacht hat. Haben gesagt, nein, dürfen wir nicht. Der hat den Spielern gesagt, haltet den Mund. Und das haben die dann auch gemacht. Gut, da habe ich mir gedacht, Mund halten ist ohnehin die stärkste Form des Widerstands, zu dem der Deutsche in der Lage ist. Na, die Mannschaft des Iran, die hat mal gezeigt, wie Protest geht. Das war mutig. Mussten die Spieler nach ihrer Rückkehr nach Teheran doch fürchten, als hängende Spitze zu enden. Und unser DFB hatte Schiss, dass vielleicht unser Kapitän eine gelbe Karte kassiert, wenn anstatt gleich zu Beginn zu sagen, passt mal auf, wir tragen jetzt alle diese Binde und wenn wir dann nicht mehr spielen dürfen, dann fahren wir halt wieder heim nach der Vorrunde. Wir wissen doch, wie das geht. Das ist ehrlich verrückt. Also diese WM in Katar, das passt so wunderbar zu diesem durchgeknallten Jahr. Wobei, zum Jahresende sagt man auch, es gibt ja auch Positives. Ne? Doch, also immer mehr Menschen sind negativ. Also getestet. Das haben wir schon. Am Ende des dritten Pandemiejahres sieht es so aus, als hätten wir den Krieg gegen Corona gewonnen. Nach all den überzogenen Panikattacken, die auf uns verübt wurden, hat selbst das RKI mit seinem obersten Angstschürhaken Wieler leichte Entwarnung gegeben. Also die Corona-Welle scheint gebrochen. Wir könnten also, jetzt gibt es nur noch ganz normale Erkältungen, aber wir könnten jetzt so langsam ganz entspannt sind die meisten von uns ja auch schon, nicht alle, einer nicht, immer noch nicht. Einsam auf dem Feldherrnhügel steht nach wie vor Karl Lauterbach, unser Last Man Standing, und mahnt. Ja, wir haben vielleicht eine Welle gebrochen, aber das ist sehr trügerisch, denn aus einer Welle kann rasch ein Tsunami entstehen. Eine Studie aus Madagaskar hat mir gezeigt, der Herbst war schon da. Daraus konnte ich folgern, der Winter wird folgen. Und wenn wir jetzt nicht noch einmal, wir müssen nur noch einmal Herr, unser Panikkalle.
Unser Panikkalle, der hat ja für alles, hat er immer gesagt, einen Plan B. Ist euch das auch schon aufgefallen? All die Politiker, die keinen Plan A haben, haben immer einen Plan B, wenn nichts anderes da ist. Aber Lauterbach hat schon im Spätsommer gesagt, wenn es noch mal ganz eng wird, dann machen wir einfach wieder Maskenpflicht in Innenräumen von O bis O. Also von Oktober bis Ostern. Das ist einfach zu befolgen. Das kennt man von der Winterreifenregel her. Und da habe ich Angst bekommen. Ich habe gesagt, wenn dem jetzt noch einer steckt, dass es auch Ganzjahresreifen gibt, dann haben wir gelost. Aber gut, es ist ja mal... Ich bin ja froh, dass es eine rum ist, weil während der Corona-Krise kam ja gleich noch die nächste Krise, der Krieg in der Ukraine. Wir kommen doch gar nicht mehr raus aus dem Krisenmodus. Na, was war ich froh, dass wir wenigstens keine Monarchie mehr haben in diesem Land, auch wenn dieser eine Reichsbürgerprinz gern wieder eine eingeführt hätte. Na, stell dir mal vor, wir hätten zu den ganzen Krisen auch noch eine Monarchie wie in England und dann passiert sowas wie mit der Queen. Die Leute hätten sich reihenweise vor Züge geworfen, die gar nicht kamen. Na, wir hatten so viel Corona-Krise, Russland-Krise, Ukraine-Krise, Inflationskrise. Und mitten in der Inflation haben wir gleich eine neue Inflation dazu bekommen, eine Experteninflation, eine neue Experten. Nach all den unzähligen Covid-Experten und Hobby-Virologen kamen über Nacht die Experten der Außenpolitik, die Ostexperten, die Militärexperten, die Russlandexperten, die schwere Waffenexperten, die Transatlantikbrückenexperten und alle hocken beim Lanz. Mit dem Krieg. Mit dem Krieg kamen dann auch noch die Verhaltensexperten, die Moralexperten. Ehrlich, bei jedem Interview wurde mir als erstes immer die Frage gestellt, was macht das mit Ihnen? Kann man in diesen Zeiten noch Witze machen? Geht da noch Satire? Darf man da überhaupt noch auf die Bühne? Man darf nicht nur, man muss sogar. Ich sagte, hör mal, wir haben jetzt über 2 Jahre vor Corona gekuscht. Sollen wir da jetzt nur, weil ein Putin durchdreht, klein beigeben? Niemals! Hör mal, da muss man doch gegenhalten. Hey! Da muss man doch gegenhalten. Ne? So wie gleich nach dem Kriegsausbruch die EU mit ihren martialischen Drohgebärden, die gesagt haben, ja komm, also wenn wir Russland jetzt vom Eurovision Song Contest ausschließen und wenn wir dann noch das Champions League Finale von St. Petersburg nach Paris verlegen und wenn dann die Deutschen der Ukraine noch 5000 Helme schicken, dann gibt er auf. Hat nicht gleich so, aber... Wir haben am Anfang ja wirklich gedacht, wir kommen damit durch, ne? Mit den 5000 Helmen. Also dann kamen gleich ein paar Experten, also Helmexperten, und die haben gesagt, nee, müsst ihr aufpassen, im Frühjahr, da ist in der Ukraine noch saukalt. Haben wir gesagt, okay, dann schicken wir noch so ein paar Ohrpuschel dazu in Pink. Reicht doch. Und dann wurde irgendwann der Druck zu groß. Haben gesagt, gut, dann haben vielleicht doch schweres Gerät. Dann haben wir unsere Luftabwehrpanzer Gepard. Das sind tolle Dinger. Munition geht halt bald aus. Und die wird in der Schweiz hergestellt. Warum auch immer. Na, und die Schweiz sagt jetzt, ja, wir liefern da gar nichts. Wir sind neutral. Und das ist ein Kriegsgebiet. Habe ich mir auch gedacht, ja, also wohin wollte sie denn sonst liefern, die Munition? An die pazifistische Weltenunion oder an unseren Bundesverband für Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk? Jetzt schicken wir noch 5 neue Geparts dahin, wahrscheinlich auch wieder ohne Munition. Da können Sie im Donbass Autoscooter fahren, müssen sich draufstellen und laut rufen, BUM! Zur Abschreckung. Die Ukraine hatte gleich zu Beginn eine Liste aufgestellt, was sie dringend bräuchte, also neben den Helmen. Raketensysteme zur Flugabwehr, Antidrohnengewehre, elektronische Ortungssysteme, Nachtsichtgeräte, Roboter zur Minenräumung und Munition für Maschinenkanonen.
hat bei uns die Bundeswehr nur gemeint, oh toll, sowas hätten wir auch gern mal. Aber da hinten in der Halle, da haben wir noch zwei ausgemusterte Hanomags rumstehen und einen alten Borgward-LKW. Den könnten wir euch anbieten. Der Generalinspekteur des Heeres hat gleich gesagt, ey, spart euch die Diskussion mit den Waffenlieferungen. Wir haben selber nichts. Wir sind nicht verteidigungsbereit. Die Bundeswehr ist blank. Also selbst wenn der Putin sagen würde, ich komme allein. Auf dem Fahrrad. Müssten wir sofort kapitulieren. Und dann stellt sich der Merz hin. Auf den komme ich noch ein paar Mal heute Abend. Ich habe mich ja von Anfang an, also immer gefragt bei dem Merz, an wen erinnert der dich? An wen erinnert? Und dann bin ich draufgekommen, Wilhelm Busch. Lehrer Lempel. Und dann... Und dann adressiert der Merz an die Ampel den Vorwurf, es ist eine Schande, wie unsere Bundeswehr in den letzten Jahren systematisch kaputt gespart wurde. Frieder, man merkt schon, dass du ein bisschen länger raus warst aus dem Geschäft, ne? Sonst wüsstest du vielleicht, wer 16 Jahre lang am Stück bei uns die Verteidigungsminister gestellt hat. Das war deine schwarze Bagage. Los ging's mit Franz Josef Jung, dem Hobbywinzer aus dem Rheingau. Schietsch Fritsch, der dann 2 Tanklastzüge in Afghanistan weggebombt hat. Na, danach musste er gehen. Dann kam sein Nachfolger, der Geölte. Der Lügenbaron aus Franken, Karl Theodor zu Guttenberg. Der musste dann auch gehen und sagt zu seinem glücklosen Nachfolger, dem de Maizière, ich übergebe Ihnen mit der Bundeswehr ein gut bestelltes Haus. Dann stand der de Maizière nur da rum und hat nur gemeint, kein Mensch käme auf die Idee, sich so ein Haus zu bestellen. Dachstuhl morsch, die Wände schimmeln, kein Fundament. Dann war der de Maizière weg und dann kamen die beiden Allergrößten. Also Allergrößtinnen. Uschi von der Leyen und Annegret Kramp-Karrenbauer. Die beiden einzigen Blendgranaten bei der Bundeswehr, die noch... Die noch funktionstüchtig waren. Na, wir haben viel getan. Wir haben gleich zu Beginn haben wir ja unsere Geheimwaffe in den Kreml geschickt, unsere Hyperschallrakete, weil alle gesagt haben, ja, da ist einer, der einem wie Putin die Stirn bietet, weil er hat genug davon. Olaf Scholz. Und der hat dann auch ordentlich auf den Tisch gehauen im Kreml, nur bei dem Tisch. Und wenn ein Scholz haut. Nein, da war schon, alles war in Aufruhr. Wobei, es gab auch Fans von Putin. Vorneweg natürlich Donald Trump. Na, und Agent Orange hat seinen Einmarsch in die Ukraine gefeiert. He's a genius, he's fantastic. I love him. Ein anderer Ex-Präsident aus den USA, der hat auch also den Angriffskrieg verurteilt. Bisschen wollte ihn eigentlich verdammen, hat sich ein bisschen vertan. Da saß ihm wohl Freud im Nacken, als er sagte, dass dieser Krieg war... The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine. Correct. Anyway. Ja, anyway, oder? Anyway. Anyway. Ist ja sowieso das Gleiche. Also die Entscheidung eines einzigen Mannes, eine völlig ungerechtfertigte und brutale Invasion zu starten. Da habe ich gesagt, Georgie Boy, wo du recht hast, hast du recht. Er hat ja im Irak damals auch genauso viele Massenvernichtungswaffen gefunden wie Putin, Nazis in der Ukraine. Trump fand beides toll. Und bei Trump sind auch viele so, er will schon wieder. Der tritt noch mal an. Was machen wir jetzt, wenn der noch mal? Und auch da kann man ein bisschen locker bleiben und beruhigen. Er hat ja ständig betont, ich kandidierte 2-mal,
Ich gewann zweimal. Sag ich, okay, dann befindet er sich ja schon in seiner zweiten Amtszeit und dürfte laut amerikanischer Verfassung gar nicht mehr antreten. Mein Gott, aber Trump, ehrlich, das ist ein solch verblendeter Narzisst. Das hat ja fast schon söderische Züge. Na gut. Nein, keine Sorge, auf den komme ich auch noch. Aber wir hatten der Krieg in der Ukraine. Bei uns ging dann gleich die Diskussion los. Oh, haben wir das mit Russland all die Jahre zu sehr auf die leichte Schulter genommen? Haben wir das waren wir zu naiv? Natürlich waren wir das. Na, wir haben gedacht, 89, Mauerfall, juhu, alles super, alle freuen sich, alle pfeifen fröhlich Wind of Change und rufen, danke Gorbi, reicht doch. Dass vom Fall des Eisernen Vorhangs und dem Zerfall der Sowjetunion vielleicht nicht alle Russen so begeistert waren wie wir, hat man in diesem Jahr schön gesehen bei Gorbis beschämend mickrigem Begräbnis. Und dann die große Frage, wer ist schuld? Wer hat Putin all die Jahre unterschätzt? Und da war natürlich vielen klar, wer immer schuld ist, die SPD. Alles war die SPD. Gut, okay, also einen muss man da schon in die Verantwortung nehmen. Also das muss jetzt wirklich nicht sein. Nicht? Sag ich doch. Gerhard Schröder, der Gazpromi aus Hannover. Der oberste Russenversteher, uneinsichtig bis zum Schluss. Von wegen, bleibt mein Freund der Vladi. Ne? Hey, der hat doch einen Scheißdreck dahergeredet. Er hat sich um Kopf und Kragen, da konnte man gut sehen, dass ein Hektoliter Barolo am Tag klarem Denken nicht unbedingt dienlich ist. Und irgendwann sind dann alle auf Distanz gegangen. Spätestens als er gemeint hat, die Ukraine möge doch bitte mit dem Säbelrasseln aufhören. Da rückte die Parteispitze endgültig von ihm ab. Zumal wir der Ukraine noch gar keine Säbel zum Rasseln geliefert hatten. Weshalb deren Botschafter, der geborene Diplomat Melnik, gleich wieder gerasselt hat. Die SPD-Spitze hat dann ihr Klingbeil ausgepackt und gemeint, Gerhard Schröder, das hat mit der Linie der SPD nichts zu tun. Hat der wieder locker genommen. Also mit der SPD und ihrer Linie und ihrem Sozialgedöns, da habe ich noch nie was mit zu tun gehabt. Nicht? Einige hatten trotzdem Hoffnung und haben gesagt, ja, vielleicht kann er ja was bewirken. Die verstehen sich doch, vielleicht kann er was machen im Ukraine-Krieg. Und er ist dann extra hingefahren nach Moskau. Na, seine Frau hat derweil einsam im Luxushotel mit Blick auf den Kreml für Frieden gebetet. Es war auch nötig, habe ich mir gedacht, weil wie willst du mit einem wie Putin verhandeln? Wie willst du da was erreichen? Also das schafft ja selbst ein Schröder nicht. Um Putin loszuwerden, da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit. Und da hatte ich im März einen ganz seltsamen Traum. Seit Gerhard Schröder besucht seinen Buddy Wladimir, geht direkt zu ihm in den Kreml, ins Bernsteinzimmer, lacht sein kehliges Wolfslachen, zieht ein Feuerzeug aus seinem Brioni-Anzug und meint, guck mal, Wladimir, was man mit so einem kleinen Zippo alles anstellen kann, wenn man unser Gas mal so richtig aufdreht. Ne? Wasch! Zack! Bumm, ein Riesenknall, der Kreml erbebt in seinen Grundfesten wie ein mürbe geschossener Wohnblock in Kiew. Tage später tanzen die Menschen auf den Plätzen, die Welt feiert. Schröder ruht einbalsamiert im Mausoleum am Roten Platz, direkt neben Lenin als Puzzle. Und die frisch gewählte DPR, die Demokratische Partei Russlands, beschließt einen neuen nationalen Feiertag, den Tag des großen Weltenretters im ewigen Gedenken an den Ehrenrussen Gerhard Schröder. Dann bin ich aufgewacht und habe mir nur gedacht, ey, was ist los? Erst 5:30 in der Früh und schon so warm im März. Und da ist mir mal, was wir alles so mit unserem Tunnelblick auf diesen Krieg haben wir ja völlig verdrängt, dass es auch noch ein paar andere Themen gab, oder? Der Klimawandel zum Beispiel, der ist irgendwie da. Ne? Also spätestens
seit diesem Hitzesommer weiß doch auch der Letzte und die Letztin, dass wir mittendrin sind, nachdem im Sommer auf dem Rhein nur noch Papierschiffchen fahren konnten und Tornados durch Saarland fegten. Und trotzdem ist die Klimakrise in den Köpfen noch nicht so richtig angekommen. Energiesparen, sagen viele, ja, das muss sein, aber nicht jetzt wegen Klima, sondern weil wir haben ja Krieg. Da habe ich mir auch gedacht, Moment mal, heißt es, wenn der Krieg vorbei ist, können wir bei geöffneten Fenstern im Winter die Heizung wieder bollern lassen, dass der Zaunkönig es draußen ein bisschen wärmer hat? Brauchen wir eigentlich immer erst Katastrophen, damit wir Selbstverständliches mühsam wieder erlernen? Haben wir wirklich Corona gebraucht, um zu begreifen, wie man sich die Hände wäscht? Da hast du heute noch diese laminierten Dinge, wie lang und wie und welches Lied man dazu... Sind wir wirklich solche Depperles, dass uns Politiker Hinweise geben mussten, wie man in Kriegszeiten richtig duscht oder sich wäscht? Da hat uns zum Glück der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, der Kretschmann, den entscheidenden Tipp gegeben. Also, Waschlappen. Waschlappen sind eine brauchbare Erfindung, die dazu da ist, ihren Zweck zu erfüllen, indem man sie auch benutzt. Halten die uns wirklich alle für so blöd? Da kommt die Chefin einer Verbraucherschutzzentrale und rät uns in einer Zeit, in der viele Menschen Konserven bunkern, falls es zu irgendeiner Katastrophe kommt. Achten Sie bitte darauf, dass Sie bei der Bevorratung von Konserven nur solche auswählen, die Ihnen auch wirklich schmecken. Hallo? Eine Konserve an sich, die schmeckt mir sowieso nicht. Also die ist mir viel zu blechern, ich will doch nicht innerlich verrosten. Aber ich war ja noch beim Klima und das Klima wird langsam richtig sauer. Also zickig ist es seit Jahren schon. Und sagt mir, was soll ich denn noch alles tun? Was soll ich denn noch alles machen? Nie habt ihr Zeit für mich. Immer ist euch irgendwas anderes wichtiger. Die Wirtschaft, die Arbeitsplätze, die Bankenkrise, Corona, der Krieg und ich. Was ist mit mir? Was ist mit mir vor einem halben Jahrhundert? Hat euch 1972 der Club of Rome gewarnt mit seinem Bericht Grenzen des Wachstums. Und, was ist passiert? Ihr habt euch gefeiert wie in Paris 2015. Ihr glotzt stolz auf eure Pariser, aber ihr verhütet nicht. Und dann kommt wieder eine Nachfolgekonferenz und noch eine Nachfolgekonferenz und wieder ein Bla und noch ein Blub und noch ein Bla. Alles Muster ohne Wert. Ja, Moment mal, wir haben doch nächstes Jahr schon wieder, also nächstes Jahr gibt's doch wieder einen Nachfolgegipfel von Ägypten. Und der wird sicher ein voller Erfolg. Denn er findet wo statt? In den Vereinigten Arabischen Emiraten. Im ökologischen Musterhausküchen-Fachgeschäft. Im Garten Eden quasi. Und dort soll's ganz überraschend um Nachhaltigkeit gehen. Habe ich mir gedacht, ja, vielleicht koppeln sie es mit dem Versprechen, dass dort dann die erste klimaneutrale Fußball-Weltmeisterschaft stattfinden soll. Ach nee, halt, hatten wir ja gerade erst. Haben die gesagt, doch, haben die gesagt, in Katar, haben gesagt, das ist alles klimaneutral. Na gut, ein Katari an sich stößt auch so schon pro Jahr ohne WM rund 35 Tonnen CO2 aus. Also da wurden sie wirklich Weltmeister, aber... Die WM jetzt mit ihren klimatisierten, schockgefrosteten Stadien war klimaneutral. Und 2030, da steht der Bewerber ja schon fest, der die WM dank der FIFA auch bekommen wird, Saudi-Arabien. Ehrlich, ich bin mal gespannt, wann die FIFA mal auf die Idee kommt, die erste Frauenfußball-Weltmeisterschaft an den Iran zu vergeben. Immer dieses... ...2022 wird wohl als wärmstes Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in die Geschichte eingehen, bevor es von 2023 abgelöst werden wird. UN-Generalsekretär Guterres hat in diesem Jahr gewarnt, we are on a highway to climate hell. Und da haben viele gesagt, na ja, also Hauptsache ohne Tempolimit. Und Klimaforscher haben gewarnt, haben gesagt, das Schreckgespenst des Klimawandels steht vor der Tür und hämmert kräftig.
Und wir denken, oh ja, komm, das halten wir fern, wenn wir das Schild raushängen, betteln und hausieren verboten. Kein Wunder, dass da die Jugend, also, dass sie langsam ungeduldig wird, weil sie sich um ihre Zukunft gebracht sieht, wie es ja auch das Verfassungsgericht erkannt hat. Die letzte Generation, das Thema in diesem Jahr, gut, kann man streiten. Also ob mit dem Werfen von Suppen oder Kartoffelbrei auf glasgeschützte Kunstwerke, ob so das Bewusstsein für den Klimawandel geschärft wird. Ich meine, bitte, was hat ein Van Gogh mit der Erderwärmung zu tun? Er hatte sich damals extra ein Ohr abgeschnitten, um mit dem Blut die Erde zu tränken, damit seine Sonnenblumen sich zu voller Pracht entfalten konnten, um mehr CO2 zu binden. Muss man auch mal sehen. Aber ich weiß es nicht. Andererseits versucht man es seit einem halben Jahrhundert mit sanften Appellen, mit dringlichen Appellen, mit lauten Appellen, mit Erkenntnissen der Wissenschaft und Mahnungen der Klimaforscher. Hat alles nichts gebracht. Okay, da sagt sich halt die letzte Generation, poh, gut, wenn keiner von euch was macht, dann machen wir halt was. Kleben wir uns zumindest mal auf Straßen fest. Oh, oh, das geht gar nicht. Der Aufreger des Jahres, die Klimakleber. Wenn des Deutschen heiligste Kuh. Saudo. Und Saudo. Wenn das plötzlich in einem mutwillig verursachten und nicht in einem natürlichen, alltäglichen Stau steckt, der immer entsteht, weil jeder meint, er brauche 2,5 Tonnen Masse um sich herum, um 75 Kilo Lebendgewicht innerstädtisch irgendwo hinzubewegen, dann kocht der Volkskühler über. Da schreien alle auf. Das ist Nötigung, das ist Nötigung. Aber ich sage, ey, kocht mal ein bisschen runter, mal langsam, Freunde. Unter Nötigung im Straßenverkehr verstehe ich es, wenn ich mit 120, 130 auf der Autobahn einen LKW überhole und von hinten kommt ein lichthupendes, rasendes Fossil an. Ein Vertreter der Rasergeneration, die wirklich das Letzte ist, als wollte er mir gerade in den Kofferraum reinfahren. Das! Das nenne ich Nötigung, Arschloch. Aber über die Klebeaktivisten wird gegeifert. Sofort wegsperren. Sofort blockieren Leute, die zur Arbeit müssen. Einfach mal mit dem Panzer drüber. Da klebt die Hand besonders lange. Ja, jetzt sagt er, hey, Priol, sagt er jetzt, ey, jetzt hast du es aber übertrieben. Also das war jetzt ein bisschen, das ist nicht von mir. Das war ein Beitrag im Leserforum von Welt Online. Ne, die Welt ist die Bildzeitung für Architekten und Rechtsanwälte. Und mit dabei natürlich bei dem Bashing immer die CSU, der Empfänger für das gesunde Volksempfinden. Vorneweg Alexander Dobrindt. Er hat ja an uns alle appelliert, in diesem Jahr eine Klima-RAF zu verhindern. Habe ich gesagt, ey, Dobrindt, hör mal zu. Ganz blöd bist du doch auch nicht. Du hast doch sogar bis zum Ende studiert, hast einen Abschluss und bist Diplom-Soziologe. Davon merkt man zwar meistens nichts, aber egal. Aber du müsstest doch mit einem minimalen Grundwissen wissen, wer die RAF war. Die RAF hat über 30 Menschen brutal ermordet, war eine Terrororganisation im Untergrund und wollte den Staat, das Schweinesystem, zerstören. Die letzte Generation ist im Übergrund und fordert den Staat auf, endlich zu handeln. Will ein 9-Euro-Ticket und Tempo 100 auf Autobahn. Merkst du da vielleicht einen klitzekleinen Unterschied? Aber gut, selbst von einem diplomierten Soziologen muss man ja nicht unbedingt Geschichtsbewusstsein erwarten. Hat Dobrindt doch schon vor ein paar Jahren eingefordert, es sei höchste Zeit für eine konservative Revolution. Also Dodo, das letzte Mal, als sowas gefordert wurde, das war in der Weimarer Republik. Und das hat den Nazis den Weg an die Macht geebnet. Konservative Revolution. Sowas hatten in diesem Jahr ja auch die Reichsbürger vor. Na, vielleicht hätte Dobrindt da mal ein Auge drauf werfen sollen. Hat man von ihm aber irgendwie nichts gehört.
haben einige nur verharmlost. Aber ja, komm, was machen die da so eine Welle? Paar Rollatorenrevoluzzer, die Kukident-Nazis, oh ja, Prinz Heinrich, der Viertel vor zwölf, der ist so lächerlich. Gut, okay, aktive Richterin war auch noch dabei, die für die AfD im Bundestag gehockt hat. Ja, ein paar Bundeswehrsoldaten, jüngere auch. Ja, zwei, drei von den KSK-Spezialkräften. Ja, ein Beamter vom LKA Niedersachsen-Bereich Staatsschutz. Ja, noch eine Ärztin, aber sonst. Ja, genau. Guck mal, der Bürgerbräuputsch, was der Hitler vorgehabt hat mit seinen paar Nazispinnen 1923. Der ist ja gescheitert. Da ist ja nichts draus geworden. Ne? Also zumindest in dem Jahr noch nicht. Nein, nein. Nein, die wahren Gefährder bei uns, das sind Fridays for Future und die letzte Generation. Was da für eine Aggression geschürt wird gegen die Jugend. Die Schulschwänze. Die Schulschwänze, die Kleber, die sollen sich mal politisch engagieren. Statt sich dauernd irgendwo, wo sie keiner braucht, die sollen sich einbringen. Das würden einige Junge, auch einige sehr Junge, sehr gerne machen. Mitmischen geht noch nicht so ganz, weil Wahlrecht erst ab 18. Und das will die Ampel ja ändern. Der Jugend mehr Gewicht geben, dass die Alterspyramide mal ein bisschen zurechtgeruckelt wird. Und will das Wahlalter im Bund auf 16 Jahre heruntersetzen. Wäre eigentlich auch logisch, ne? Sie dürfen in manchen Bundesländern wählen, sie dürfen bei den Europawahlen wählen. Warum dürfen sie eigentlich nicht im Bund wählen? Weil es dafür eine Grundgesetzänderung braucht. Dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit und die wird es aber nicht geben, weil ein monolithischer Block dagegen steht. Die alten weißen Frauen und Männer von Union und AfD. Die Koalition der Unwilligen. Die Unisono betont, das geht nicht. Mit 16 ist man noch zu leicht manipulierbar. Boah, ey, was ein Glück, dass das im hohen Alter nachlässt. Na und Union, aber schön ist. Aber die Union ist wieder kompromissbereit, arbeitet schon an einem Gegenentwurf, Wahlrecht erst ab 65. Es sind doch so irre Zeiten. Da ist doch mal neues Denken gefragt. Und es kann doch so schwer nicht sein, weil angeblich leben wir schon seit Ende Februar in der vielbeschworenen Zeitenwende. Aber allmählich fragt sich jeder, irgendwann kommt's denn endlich? Wann kommt's denn die Zeit? Wann wendet sich endlich die Zeit? Was haben Sie den Kanzler gelobt nach seiner großen Rede? Da haben sie gesagt, boah, im Bundestag Olaf, der Starke. Klingt nach so einem großen Wikinger, ne? Aber danach kam er doch wieder rüber wie der kleine Wiki. Ich meine, ich verstehe es, er hat es nicht leicht mit seiner Ampel. Na, immer wenn er mal gedacht hat, also jetzt ist mal ein bisschen Ruhe, kam zuverlässig immer einer um die Ecke gegrätscht, Christian Lindner, der eigentliche Oppositionsführer im Parlament. Blöd nur, dass er immer noch nicht gemerkt hat, dass er nicht mehr in der Opposition, sondern in der Regierung sitzt. Nee, das erste Jahr mit der Ampel hat gezeigt, man kann nur dann so richtig schlecht regieren, wenn die FDP mit im Boot sitzt. Dabei, man muss der Ampel auch schon mal zugutehalten, sie hat ja von Anfang an wirklich viel zu tun. Na guck mal, also erstmal 16 Jahre Erblast, mussten ja erstmal abgearbeitet werden. 16 Jahre, an denen eine Partei nie beteiligt war, die jetzt aber für alles verantwortlich gemacht wird, die Grünen. Waschlappen Kretschmann hat es glasklar erkannt. Wir müssen jetzt all das aufwischen, was die anderen all die Jahre zerdeppert haben. Wir sind der Wischmob der Ampel. Wir sind im Eimer. Corona-Krieg, Energiekrise, Inflation. Noch nie zuvor war eine Regierung von Beginn an mit einem solchen Berg an Herausforderungen konfrontiert und musste so viele ihrer Prinzipien über Bord werfen. Mal ganz ehrlich, wenn ich letztes Jahr im Spätsommer
Wenn ich da gesagt hätte, passt mal auf, nach der Bundestagswahl wird die SPD stärkste Partei und stellt den Kanzler, der als erstes mit seiner Friedenspartei ein 100-Milliarden-Paket für die Bundeswehr schnüren muss und Waffen in ein Kriegsgebiet liefert, während die Grünen im Nahen Osten um fossile Brennstoffe betteln, Kohlekraftwerke neu anfeuern und auf Ostermärschen nicht mehr versonnen singen Kumbaya, my Lord, Kumbaya, sondern kämpferisch die Banner hochhalten, Frieden schaffen mit immer schwereren Waffen. Bevor die FDP um die Ecke biegt und sagt, Hurra, wir machen Schulden wie noch nie. Da wären die Männer mit der weißen Jacke gekommen und hätten mich abgeholt. Ich wäre heute noch nicht da. Diese Krisenregierung, mal ganz ehrlich, Friedrich Merz, der schneidige Haut drauf, der stellt doch jeden Abend eine Kerze ins Fenster und schlägt drei Kreuze. Wie gut, dass ich all das ganz bequem von der Oppositionsbank aus ansehen kann und nicht in Verantwortung beweisen muss, was ich alles nicht kann. Friedrich Merz. Friedrich Merz, der Avatar der Konservativen, der größte Sauerländer seit Heinrich Lübke. Bierdeckelfritze, die Ikone des Fortschritts. Was haben Sie gejubelt, als er es im dritten Anlauf endlich geschafft hatte in diesem Jahr? Ja, die Mumie ist zurück. Ende Oktober war er auf dem CSU-Parteitag. Der fand statt in Augsburg am Wochenende vor Halloween. Also das war das eigentliche Halloween. Und Fritze Merz kam kurz vorbei als Sozialtourist und hat dort vorgestellt, wie bei uns die Zukunft gestaltet werden soll. Mehr Kernkraft, mehr Verbrennermotoren und vor allem kein modernes Einbürgerungsrecht, kein doppelter Pass, kein Aufenthaltsrecht für Chancen der Moderne. Ja, so geht der Aufbruch ins Gestern. Hätte er mal an seinen Lehrer Lempel denken sollen. Der hat gesagt, also lautet der Beschluss, dass der Mensch was lernen muss. Ein bei Friedrich Merz offensichtlich sinnloser Appell. Aber Markus Söder war nach seiner Rede, die den Geist der Untoten der frühen 80er Jahre geatmet hat, auch ganz beseelt. Er hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich habe das gesehen, ich habe mir nur gedacht, vielleicht haben eher die Nägel die Köpfe von Merz und Söder getroffen, um die Bretter besser zu fixieren, die vor selbigen hängen. Ein Brett der Union ist weg. Angela Merkel. Hey, komm, das war jetzt eine super Überleitung, oder? Also bitte, also komm. Ach, hallo. Ach, herrlich. Nein, Angela ist weg. Was wird gejammert? Noch einmal, wir werden sie noch so vermissen. Und? Habt ihr das auch gespürt in diesem Jahr? Wenn ihr draußen wart, auf dem Wochenmarkt, in den Biergärten, dieses bebende Vermissen von Angela Merkel im Volk? Diese offene, schwärende Wunde der Nation, die einfach nie heilen will. Muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wenn ich mich draußen mit Leuten unterhalte, also der Phantomschmerz hält sich doch in Grenzen. Obwohl wir ihr so viel zu verdanken haben. Na, die Abhängigkeit von Russland zum Beispiel. Guck mal, noch 2011 kamen 67% unseres Gases aus nordeuropäischen und westeuropäischen Ländern. Weniger als ein Drittel kam aus Russland. Und dann hat sie die Gasmenge aus Russland wegen ihrer vergeigten Energiewende von unter 30 auf über 50% erhöht. 2015, da war die Krim schon besetzt, hat sie es zugelassen, dass unsere Gasspeicher, die größten Westeuropas, an die Gazprom verramscht werden konnten. Sie war die Totengräberin der erneuerbaren Energien. Sie hat die Wasserstoffwende verschnarcht. Und so jemanden sollen wir vermissen? Ernsthaft? Und dann im Dezember zu ihrem einjährigen Jubiläum des Abschieds
haben sie ja alle nochmal gehuldigt. Die Zeit, der Stern, der Spiegel. Ich bin am Donnerstag zu meinem Zeitungskiosk, kam der Stern mit ihr auf dem Cover. Sagt die Frau vom Kiosk zu mir und sagt, Urban, das kannst du dir nicht vorstellen. Der Stern, das war noch nie. Der Stern, ich bin ausverkauft. Der ist weg. Gut, schräg gegenüber ist ein Seniorenheim. Das ist ja die ganze Rentnerin, die haben in ihrem Leben noch nie einen Stern bei mir gekauft. Da gesagt, oh, da ist die Merkel von der Luft, ich muss nachbestellen. Das gab's noch nie. 2 Tage später bin ich wieder dort, kommt der Spiegel. Wieder mit ihr vorne drauf. Titelstory, Königin im Exil. Ich habe den Artikel gelesen. Ich musste 3-mal brechen gehen. Also, vor einem Jahr hat sie das Kanzleramt als Heldin verlassen. Seitdem hat sich die Welt dramatisch verändert. Ich sag, natürlich, wenn die Königin noch da wäre, gäbe es keinen Krieg in der Ukraine. Wir würden alle freudetrunken über blühende Wiesen hoppeln, um uns am Ende des Regenbogens mit glücklichen Einhörnern ins Nirvana zu kuscheln, falls die FIFA bis dahin Regenbögen nicht weltweit verboten hat. Das schreibt der Spiegel. Aber gut, Angela Merkel ist jetzt ja wirklich Geschichte. Da kann man das Ding einmal zuklappen. Jetzt ist sie Geschichte. Jetzt haben wir ja die Ampel. Und die musste aber gleich zu Beginn des Jahres mit einem unangenehmen Vermächtnis ihrer Vorgängerregierung sich rumschlagen, der Impfpflicht. Das hat sie noch, was müssen wir noch reinschreiben, was machen wir, die Impfpflicht muss kommen. Und gegen die waren viele, vorneweg natürlich im größten Impfverweigerungsland der Republik in Bayern. Haben viele nur gesagt, brauche ich nicht, ich bin in meinem ganzen Leben noch nie zum Arzt gegangen, habe ich nie gebraucht, lasse ich mich jetzt auch nicht impfen. Ich habe meinen Rosenkranz daheim und das Kreuz im Eck. Und die heiligen drei Könige, die segnen jedes Jahr am 6. Januar immer meine Haustüre. Steht immer oben dran, C und M und B. Also gegen Corona, Malaria und Pest. Das klang doch. Und dann ging's los. Dann kam diese Abstimmung über die Impfpflicht im Bundestag, 4,5 Stunden lang. Ich habe mir das alles reingezogen. Manchmal muss man auch dahin gehen, wo es wehtut. Und das fiel dann ja auch alles krachend durch. Ja, haben alle gesagt, okay, das war eh keine gute Idee mit der Impfpflicht. Nee, eine Impfpflicht könnte die Gesellschaft spalten, könnte Impfgegner weiter radikalisieren. Uiuiui, da muss man Rücksicht nehmen, weil viele auch sagen, wir wollen uns nicht impfen, da muss man auch nicht. Komisch, manchmal, wieso sind wir eigentlich alle noch da? Heute. Wie haben wir das eigentlich mal überstanden? So Ende der 60er, Anfang der 70er? Als ganze Impfwellen wie Tsunamis über uns zusammengeschwappt sind? Die Pockenimpfung, damit ging es ja los. Hör mal, da gab es doch damals keine langen Diskussionen. Da hieß es nur, da ist dein Pausebrot. Denk dran, in der 3. Stunde wirst du geimpft. Was heißt hier geimpft? Moment, was heißt hier geimpft? Mit der Machete haben sie uns aufgeritzt, die Haut in Lappen weggeklappt, die Narbe tragen wir heute noch mit Stolz. Hör mal vor. Hey. Stell dir mal vor, damals hätte es schon die sozialen Medien gegeben. Hashtag Aufschrei ist auch so eine Unsitte geworden mit diesen Hashtags. Na, jeder meint heute zu jeder Tag- und Nachtzeit der ganzen Welt mitteilen zu müssen, was niemanden interessiert. In der analogen Zeit, es war so easy, na, wenn da einer Blödsinn geredet hat am analogen Stammtisch, da hat man nur gesagt, na ja, komm, der Heine. Der hat wieder ein paar Bier zu viel gehabt heute, der geht jetzt heim, schläft seinen Rausch aus. Morgen früh weiß er gar nicht mehr, was er hat, er alles vergessen. Heute geht er auch nach Hause. Er fährt aber als erstes mal seinen Klapprechner hoch, um dann sofort alle der ganzen Welt mitzuteilen. Das, ich hab, das ist,
die meine, ich hätte keine Ahnung. Jetzt zeige ich euch mal, was für Ahnung ich habe, dass ich mir viele Likes und das. Hashtag. Wenn uns früher mal was nicht gepasst hat, dann haben wir einen Hashtag eingelegt. Und gut war's. Und gut war's, wir waren froh, wenn es niemand mitbekommen hat. Na, heute haben wir Pockenimpfung. Stell dir mal vor, im Netz, das Netz würde schäumen. Unsere Kinder werden verstümmelt. Wie soll unsere Tochter mit solch einer Narbe bei Germany's Next Topmodel erfolgreich sein? Und kaum war unsere Wunde damals einigermaßen verheilt, kam auch schon das Nächste. Schluckimpfung ist süß. Kinderlähmung ist grausam. Macht es heute mal mit den ganzen Helikoptermüttern. Zucker! Wissen Sie nicht, was ein Stück Würfelzucker mit den Kindern macht? Der treibt sie direkt in Diabetes Typ 2. Wir haben das Zeug damals geschluckt, dann ging es raus auf den Pausenhof und gut war's. Jetzt um die Jahreszeit im Winter, wenn wir da erkältet waren, gehustet haben, gab es auch immer dieses Stück Würfelzucker getränkt in diesem 98-prozentigen Alkohol. Hey, Emma, wir haben doch durchgehustet bis August. Ne? Und dann haben sie irgendwann gesagt, ja, wir müssen mal prüfen, ob es noch Tuberkulosefälle gibt im Land. Dann kam die Röntgenreihenuntersuchung. Wenn du heute beim Zahnarzt bist und der Arzt sagt, oh, beim Fünfer oben rechts, da ist was, das müssen wir röntgen. Dann stülpt sich die Fachkraft ihre Bleischürze über. Dann wirst du in diese Stahlkammer geschoben, wie Goldbarren ins Fort Knox. Dann wird von außen verriegelt, Gegensprechanlage. 5 Minuten. Bin 5 Minuten wieder da und sind wir safe. Wir mussten damals vor der Schule in diesen alten Setra-Gelenkbus. Im Schießerfeinripp. Dann wurden wir in diesen Röntgensarkophag geschubst von irgendeinem seltsamen, groben Amtsarzt im grauen Anzug. Da wollten wir gar nicht wissen, was der früher mal gemacht hat. Ja, aber wer jetzt was macht bei der Ampel, das war neulich auch Thema bei mir in meiner Stammkneipe in Aschebech, in Aschaffenburg, im Schlappeseppel. Und da bin ich rein und kam da einer und gesagt, ey Priol, gut, dass du da bist, setz dich mal zu uns. Wir haben gerade Pappquiz. Es geht um die Ampel. Und da ist die Frau, wer macht was, wer hockt auf welchem Ministerium? Du weißt sowas doch, oder? Du bist unser Mann. Ich sagte, ja klar. Also das mache ich euch im Schlaf. Und dann kam ich doch ins Grübeln. Bei der FDP. Also Moment mal, ist ja klar. Also Justiz ist der Buschmann, logisch. Dann also der Mehrfachplatier Lindner ist Finanz, weil Fachkompetenz. Verkehr ist der Wissing, Entschuldigung. Obwohl, aber mal ganz ehrlich, ich hätte es ja nie für möglich gehalten, nach all diesen CSU-Giganten auf dem Posten, dass da irgendwann mal einer kommt, der es noch schlechter. Aber es geht. Es ist wirklich schwierig. Das Schöne ist, es geht. Und der hat auch gewarnt im Auftrag seines Herrn, was die EU da vorhat. Ein Aus des Verbrennermotors ab 2035, das geht überhaupt nicht, weil. Und dann haben ein paar Journalisten gefragt, weil, warum, weil? Ja, weil, hat er gesagt, weil. Er sagt, ja, warum, weil. Und wenn dann gar kein Argument, dann ist klar, was kommt. Das gefährdet Arbeitsplätze. Ich habe gesagt, aber wir brauchen doch weniger Verbrenner. Wir müssen doch Öl sparen wie die Blöden, um Putin endgültig in die Knie zu zwingen. Nicht nur im Verkehr, überall, auch zu Hause, Heizung runterdrehen ohne Ende. Das hat uns Altbundespräsident Joachim Gauck in diesem Jahr doch auch vorgelanzt. Wir alle müssen frieren für den Frieden. Haus hat ja, Jockel, das lässt sich leicht verkünden, ne? Wenn man bequem in seiner vollgedämmten und gut geheizten Altbundespräsidentenwohnung hockt und sich weder um Strom noch um Heizkosten Gedanken machen muss, weil der Staat alles bezahlt.
Viele Leute sind ja Zustände wie bei einem Hartz-IV-Empfänger. Da haben wir. Hey, komm. Da wird ja vor der stillen Zeit die starre Zeit, die ich so mag. Noch ein Thema gerade so abgeräumt, der Streit um das Bürgergeld. Na, Hartz IV heißt jetzt ab Januar Bürgergeld, bleibt aber im Wesentlichen eigentlich Hartz IV. Hat ein bisschen was von Reiter, heißt jetzt Fix. Sonst ändert sich groß nichts. Na, und damit war die Union zufrieden. Wir haben das Schlimmste verhindert. Sagt er, ja, um die Menschen ging es ja gar nicht. Die Vertrauenszeit war zu lang und das Schonvermögen viel zu hoch. Was für eine Gespensterdiskussion. Der arbeitslos gewordene Lagerist, verheiratet, zwei Kinder, hätte sein Schonvermögen von 150.000 Euro. Womit auch immer er sich das hätte erschonen können. Bei aufgestocktem Mindestlohn. Der hätte das doch tatsächlich zwei Jahre lang nicht antasten müssen. Einige haben sich dann gewundert bei der Verhandlung hinter verschlossenen Türen. Wo ist 150.000 Euro? Das gilt schon als Vermögen. Geh für 150.000 Euro, da gehe ich für einen Maskendeal doch nicht einmal ans Telefon. Jawohl! In größter Sorge zeigte sich natürlich wieder Dauerforderer Söder. Breitbeinig wie immer, weil das Lohnabstandsgebot nicht mehr stimmt. Er hat gemeint, das Bürgergeld benachteiligt die unteren Einkommensgruppen, die hart arbeiten müssen. Kassiererinnen, Busfahrer, Polizeimeister, die jeden Tag versuchen, irgendwie über die Runden zu kommen. Hab ich gesagt, Markus, wenn Polizisten, die für uns täglich den Kopf hinhalten, finanziell nur knapp über die Runden kommen, dann mach halt was. Dann ändere was dran. Du bist doch der Chef, du bist doch der Ministerpräsident. Also hopp, 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 zack, zack. Hopp auf. Zahl ihnen ein vernünftiges Gehalt, damit das Lohnabstandsgebot wieder stimmt. Überhaupt, worüber regen wir uns eigentlich auf? Na, der gesamten unteren Hälfte der Bevölkerung, also rund 30 Millionen Menschen, gehören gerade mal 1,4% des Gesamtvermögens. 1,4, ein bisschen mehr als 1% der gesamten unteren Hälfte. Dagegen gehört dem einen reichsten Prozent mehr als ein Drittel. Habe ich mich gewundert. Dazu hat man von den wackeren Christdemokraten, die beim Bürgergeld das Schlimmste verhindert haben, nichts gehört. Was würden die wohl heute zum heiligen St. Martin sagen? Wie konnte der so blöd sein und seinen Mantel teilen im November? Da ist doch kalt. Und dann kommt er mit seinem Pferd. Und da versperrt ihm ein Bettler den Weg, ein Nichtsnutz, eingehüllt in Lumpen und Decken. Dem gibt man nicht die Hälfte von seinem Mantel, dem nimmt man zuerst mal die Decke weg, damit man damit später sein Pferd wärmen kann. So wird dieser Nichtsnutz wieder zur Arbeit angehalten. Das gibt ihm Selbstwertgefühl, Würde und Eigenverantwortung zurück. Ja, sozial sein heißt, Kälte auszuhalten, indem man sich anstrengt, um sie in Wärme für die Gemeinschaft zu verwandeln. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe ein Gestüt. Bei mir ist noch keiner erfroren, schon gar kein Pferd. Aber ich war ja noch, ich war ja noch beim Sparen, also beim anderen Sparen, beim Energiesparen. Also, dass wir unbedingt weniger Öl verbrennen. Und da gäbe es eine ganz einfache, unbürokratische Möglichkeit, ein zeitlich begrenztes Tempolimit. Das ging schon mal bei der letzten Öl- und Energiekrise in den 70er Jahren. Da gab es sogar noch autofreie Sonntage on top. Okay, das ging heute nicht mehr, weil die Stellplätze fehlen. Aber die haben ja ausgerechnet, haben gesagt, Tempo 100 auf Autobahnen, Tempo 80 auf Landstraßen. Da würden wir in einem Jahr über 2 Milliarden Liter Sprit einsparen. Da beißt der Putin vor Wut in die Tischkante. Aber geht nicht, noch nicht mal Tempo 130. Warum? Hat der Wirsing erklärt. Weil wir nicht genügend Schilder haben. Ich sag der so. Hör mal, das hat er. Der sitzt.
Der sitzt in der Pressekonferenz und erklärt intelligenten Menschen auf der anderen Seite des Bildschirms, dass die viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt kein Tempolimit einführen kann, das alle anderen Wirtschaftsnationen haben, weil wir nicht genügend Schilder haben. Ich würde ihm welche malen. Zumal wir bei einem generellen Tempolimit auch gar keine Schilder bräuchten. Ehrlich, ich hab das den Begriff früher nie verstanden. Seit der Wirsing da ist, weiß ich, was es bedeutet. Schildbürgerstreich. Na, also, das ist wirklich, aber ich war ja noch beim Pappquiz und da habe ich überlegt, an die, also die FDP-Minister, okay, der vierte ist ja eine Frau, also die vierte ist eine Frau, also logisch, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Nee, halt, also die ist ja gar keine Ministerin, für die tut immer nur so, als wäre sie die Chefin der Verteidigung. Na, dann die eine von den Grünen, Anne Spiegel, die hatte ich gerade auswendig gelernt, war sie schon wieder weg. Oh, Frau Dr. Kimbel auf der Flucht. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch die Chance für den Scholz gewesen. Gleich von Anfang an Wikinger spielen, Führungsstärke zeigen, sofort das ganze Kabinett umbilden. Die bedauernswerte Lambrecht von der Harthöhe abziehen und auf den Familienposten setzen. Den hast du schon mal kommissarisch verwaltet und mit, sie beweist ja auch viel Familiensinn, so oft wie sie in diesem Jahr mit ihrem Sohn im Hubschrauber der Bund. Okay, ich schenke. Helikoptermutter halt, ne? Und auf den Verteidigungsposten, da hätte dann die Strack-Zimmermann setzen können, das Flintenweib der FDP, ne, die immer so tut, als würde sie jeden Panzer eigenhändig in die Ukraine fahren wollen. Und wenn Scholz sie auf den Posten, dann wäre Verkehr FDP-frei gewesen und da hätte dann den Hofreiter Toni draufsetzen können, weil wir wollen ja auch ein bisschen, bisschen Spaß haben. Alle anderen kennen wir eh, es war klar, Gesundheit, logisch, wollten wir ja auch alle. Karl May Troppe Lauterbach. Seitdem fand ich immer noch am schönsten, als der sein neues Büro bezogen hat, war der Vorgänger immer noch da. Na, der Spahn, Kamerawald aufgebaut und hat nur gemeint, ich hätte meine Aufgabe sehr gerne zu Ende gebracht. Und keine einzige Kamera ist vor Schreck umgefallen. Der Allesverbocker in der Corona-Zeit hätte, gut, der ist jetzt was anderes, jetzt ist er energiepolitischer Sprecher der Union, hält die gleichen Reden wie früher. Ist easy, er muss immer nur den Begriff Maske durch Strom ersetzen. Also die Inhaltslehre bleibt sich gleich. Ich hätte meine Aufgabe noch sehr gerne zu Ende gebracht. Um Gottes Willen, dann würden wir jetzt immer noch seine wöchentlichen Pressekonferenzen mit dem Wieler ertragen müssen. Zum Glück hat der Lauterbach dann die Diskussion gleich abgekürzt. Er hat Schlüssel leer. Ich hab's eilig. Der Lanz wartet. Der andere. Da war er weg. Dann war er weg. Es war so. Also ich war ja noch bei der Ampel mit dem Bashing. Es war ja irgendwann, keiner macht alles richtig, alle machen alles falsch. Auch die Baerbock, haben sie gesagt, außenpolitisch nicht diplomatisch genug. Na, sie legt sich mit der Türkei an. Sie weiß die Chinesen also zurecht. Und dann hat ein bisschen gedauert, aber dann endlich auch klare Worte zu den konservativen Steinzeit-Islamisten im Iran. Ich habe mir gedacht, endlich ist mal diese Katzbuckelei im Außenamt vorbei. Meine Güte, ey. Sag mal. Hey. Erinnert ihr euch noch an Ihren Vorgänger? Heiko Maas? Der immer auf dem internationalen Parkett rumgestarkst ist, als hätte man ihn gerade in seinen Konfirmandenanzug reingesprengt? Der immer zu allem Ja und Amen und nie ein kritisches Wort, weil Amen, geopolitisches Interesse und ah. Und dann waren sie endlich bei dem, der ihnen von Anfang an ein Dorn im Auge war, Robert Habeck. Weil der war beliebt und sowas mögen wir gar nicht. Das haben wir gar nicht gern. Da haben sich die Grünen auch verrechnet. Die haben sich das leichter vorgestellt. Am Anfang waren die alle noch so happy und haben gesagt, ach, unser Robert, der ist jetzt Superminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Das ist toll.
Aber ich sagte, nee, das ist eigentlich nicht toll, weil also für beides, also das ist schon sehr nahe an der bipolaren Störung. Hat man auch gleich zu Beginn gemerkt, ne? Statt sich als Minister für Klimaschutz der Kernidee seiner grünen Partei zu widmen, also weniger CO2 und saubere Luft, musste er als Wirtschaftsminister zuerst mal auf Shoppingtour fürs Gas gehen. Wobei ganz musste er da seine Ideale nicht über Bord werfen, weil mit dem Gas bemüht er sich ja um eine nachhaltige Energieform. Also hat zumindest die EU in diesem Jahr so beschlossen. Atomenergie und Gas, haben die gesagt, werden als grüne Energien eingestuft. Da habe ich mich auch schon gleich wieder gefragt, wer hat da wieder bei wem eine kleine Säckchen mit 600.000 Euro in die Büros gestellt? Atomstrom und Gas sind nachhaltig. Okay, also bei der Kernenergie stimmt das. Ne? Die abgebrannten Brennstäbe müssen wir tausende von Jahren entlagern. Die bleiben uns. Das ist gelebte Nachhaltigkeit. Und Gas. Und der CO2-Killer Gas. Ja, der ist sauber, solange er nicht aus Russland kommt. Egal woher. Momentan ist ja unser Hauptlieferant von Flüssiggas wer? Katar. Und da war der Habeck ja drüben bei den Scheichs. Hat gleich erkannt, oh, ein Loch ist im Emir. Und hat einen ganz tiefen Bückling gemacht. Und hat gesagt, könnt ihr uns ein bisschen mehr Gas liefern noch, damit wir in diesem Winter nicht erfrieren? Haben die gesagt, ja, können wir, aber erst ab 2026. Und dann gesagt, ja gut, das reicht auch noch, dann können wir die Erfrorenen ja wieder auftauen. Und Katar hat dann gesagt, wir liefern euch, solange ihr uns garantiert, also dass Schwule, Lesben und Queere von der Belieferung ausgeschlossen sind. Ich habe nur gedacht, okay, kriegen wir das Zeug halt von den Menschenrechtsschindern und Sklavenhaltern aus Doha. Wenn man sich bei der Abhängigkeit verbessern kann. Wir sind immer noch, mein Gott, beim Flüssiggas hängen wir am Tropf von Katar. Wir sind immer noch abhängig von Russland und von der Türkei sowieso wegen dieses dämlichen Flüchtlingsfernhaltedeals der EU. Da war doch von Anfang an klar, damit sind wir erpressbar. Der Erdogan muss nur kommen und sagen, Schüdiger Erzgede Öbelitz. Will ich machen, was ich will, sonst schicke ich euch Flüchtlinge. Man sagt die EU, ja komm, lassen halt. Dieses Abhängigkeitskorsett, in dem wir stecken. Ne, ich habe gesagt, wie gut, dass wir nicht auch noch von China abhängig sind. Sonst wird beim nächsten Hafengeburtstag in Hamburg womöglich nicht mehr das Schlepperballett aufgeführt. Dann tanzen dort die Dschunken. Und in der Elbphilharmonie läuft die chinesische Staatsoper. Und unser Söder will Bayern abhängig machen von den Saudis, hat er gesagt, er möchte Flüssiggas aus Saudi-Arabien. Noch eine Vorzeigedemokratie im arabischen Raum. Da war der Scholz im Herbst ja auch. Ne, kam zurück, was hat er gekriegt? Corona. Der Söder konnte erst gar nicht hin. Der wollte schon alles unterzeichnen mit dem Schlechter. Aber vorm Flieger noch PCR-Test, ne, und ging nicht. Corona. Was mir bewiesen hat, dieses Virus schreckt wirklich vor nichts zurück. Aber er hat seinen Wunsch nach dem Saudi-Gas so schön erklärt. Sagt, unsere große Sorge ist, dass die Energielieferungen durch den Bund in Zukunft nur über Norddeutschland laufen. Markus, und wovor genau hast du jetzt Angst? Abhängig zu werden vom Kalifat Cuxhaven? Oder dem Terrorregime in Brunsbüttel? Nein, hat er gemeint, er möchte ein eigenes LNG-Terminal in Triest, von wo aus das Saudi-Gas dann durch Italien und Österreich über die Alpen, wahrscheinlich wie früher bei Hannibal mit Elefanten, um dann in einer malerischen Berghütte entraffineriert zu werden. Also was ein Schwachsinn, komisch, da hat sich aber niemand drüber aufgeregt. Na, über den Habeck schon, okay. Der hat auch genug Steilvorlagen geliefert. Na, seine Gasumlage hat erstmal ihn selbst umgelegt. Und sein Insolvenzgestammel bei der Maischberger war auch suboptimal. Er konnte niemandem irgendwas recht machen, dem Merz schon gar nicht. Der hat wieder losgepoltert im Bundestag. Robert Habeck ist umgeben von Lobbyisten der Umweltpolitik. Herr Bundeskanzler,
stoppen Sie diesen Unfug. Da habe ich mir gedacht, boah, was bin ich froh, dass die CDU seit ihrer Gründung von allem Möglichen umgeben war, nur nie von Lobbyisten. Der Boulevard. Der Boulevard hat es dann auch gleich befeuert. Der Murksminister, so steuert uns Habeck in den Blackout. Das war auch in diesem Jahr so. Es geht ja egal bei wem, nur noch um Schlagzeilen. Nur noch schnell eine reißerische raushauen, Klickzahlen generieren. Kältekeule aus Sibirien, neue Geheimwaffe von Putin. Werden wir es alle noch länger im Dunkeln erfrieren? Omikron mit seinem sanften Verlauf. Haben wir gesagt, ja, haben gesagt, die Omikron-Welle. Dann haben alle gesagt, ach, damit locken wir doch niemanden mehr hinterm Panikofen her. Wir brauchen was Griffiges. Auf einmal hieß es, jetzt kommt die Omikron-Wand. Dann habe ich gesagt, nee, eine Wand kommt nicht, weil sie nicht laufen kann. Und ausgerechnet der Söder hat dann gemeint, wo eine Wand ist, ist auch eine Tür. Was war denn mit dem eigentlich in diesem Jahr? Was ist mit dem, das mit ihm, das, was mit ihm immer los ist? Ist mir egal, Hauptsache ich bin erster in die Schlagzeilen. Und es war ja, weil dauernd kam, Söder fordert, Söder verlangt, Söder will, Söder, er braucht ja auch, weil im nächsten Jahr Landtagswahl, da muss der, alles was, Legalisierung von Cannabis, war nicht mit Söder. War er in Lauterbach frontal angegangen. Und dann gesagt, es ist unglaubwürdig, vor Corona zu warnen und das Kiffen zu erlauben. Da hat Covid-Kalle aber schlagfertig reagiert. Er hat gesagt, für mich ist es unglaubwürdig, vor Cannabis zu warnen und sich gleichzeitig ungeschützt auf dem Oktoberfest ins Koma zu saufen. Aber immer, das kommt er, der Söder. Bei Söder war immer nur draufhauen. Er sagt, kein Land der Welt ist glücklich, Mann, mit der Freigabe von Drogen. Und den Berliner Grünen reicht die Legalisierung von Cannabis ja gar nicht. Da muss jetzt auch noch Kokain her und Crystal Meth. Hat er so gesagt? Ich hab das gehört, Crystal Meth. Gut, der Mittelfranke tut sich schwer mit dem TH. Aber ich habe mir eine Crystal Meth. Was soll das jetzt sein? Rohes Schweinehack als neue Modedroge. Christliches Met gibt's in der Apotheke dann als Ersatzdroge. Methadon? Ist es mit der Bundeshackfleischverordnung überhaupt vereinbar? Oder geht's um eine Frau bei dieser Crystal Met? Vielleicht die Cousine von Digitor Robert? Ich habe nur noch auf den Satz gewartet. Met, liebe Freundinnen und Freunde, das ist die Einstiegsdroge für schwere Schweinshaxen. Das öffnet die Tür für Cholesterinmissbrauch aller Art. Gut, er hat's nicht leicht. Okay, er hat's nicht leicht. Na, weil sein Personal, da merkt man mittlerweile schon, dass also der Fachkräftemangel überall durchschlägt. Gegen seinen Scheuer ermittelt seit diesem Jahr der Staatsanwalt. Nur sein Generalsekretär, der Huber, das ist auch schon der dritte in diesem Jahr. Den hatten sie auch gleich am Haken wegen seines Doktortitels und seiner Doktorarbeit. Aber er hat sich noch verteidigt. Er hat gesagt, ich habe doch den Gutenberg extra noch um Rat gefragt. Titel trotzdem weg, der Huber noch da. Dann der Untersuchungsausschuss Maske. Der wird dem Söder noch bis zur Landtagswahl um den Hals tandeln. Und sein Mann in Brüssel hat dann auch schwer gepatzt, Manfred Weber, der Chef der EVP, der Chef der christlich-konservativen Wertefamilie, lässt sich vor der Wahl in Italien mit der Partei von diesem Untoten ein. Silvio Berlusconi. Also, erst ein gemeinsamer Fernsehspot und dann ein forsches Foto für dessen Partei Forza Italia. Duce Vita mit dem Koalitionspartner der Postfaschisten. Er sagt, Manfred, sag mal, hast du vergessen, was euer ewiges Idol Franz Josef Strauß mal gesagt hatte?
dass man mit solchen Leuten nicht paktieren darf, denn rechts von uns ist die Wand. Und dann hat der Weber die Tür in der Wand entdeckt. Und da war sogar der Söder sauer, also der Türsteher. Der hat gesagt, ja Manfred, natürlich brauchen wir Bilder. Wer keine Inhalte hat als Partei, der braucht Bilder. Aber dann ist solche schöne. Und schöne Bilder, die hat er bekommen, der Söder, im Sommer. Beim G7-Gipfel in Schloss Elmau. Meine Güte, war das eine peinliche Inszenierung. Die Staats- und Regierungschefs flogen ein und wurden in München abgeholt am Flughafen von indigenen Gebirgsschützen und Blaskapellen mit Humta und Lederhosen. Auf dem Rollfeld erschien als erstes Joe Biden. Der kam direkt aus Berlin und wird sich gedacht haben, ah, so geht also Provinz. Macron und seine Brigitte sind ganz schnell an den Gamsbad-Zombies vorbei und haben gesagt, wir kennen diese Leute nicht, wir kennen diese Leute nicht. Der japanische Premier stand erst mal minutenlang auf dem Teppich, hat Fotos gemacht und dann kam aus Italien noch Draghi und hat gemeint, ah, ist das schon der Oktoberfest? Und mittendrin immer dabei Markus Söder in voller Montur, also in Niedertracht. Und da habe ich mich auch gefragt. Also wenn ein Mittelfranke wie der Söder oberbayerische Tracht trägt, ist das jetzt kulturelle Aneignung? Eigentlich schon, ne? Man muss doch heute so aufpassen, was tut man, was sagt man und was macht man. Man redet und Ding und stimmt es und dann ist es, wenn du was sagst, auch richtig gegendert. Das mit dem Gendern ist für mich, also für mich als alten weißen Mann, ich tue mir da so schwer damit, dass da bin ich in ständigem Disput mit meiner Tochter. Die ist Ende 20 und für die Generation ist das wahnsinnig wichtig. Wenn wir so dann im Ding, dann sagt sie immer nur, ja Papa, für uns ist das mit dem Gendern heute eben das, was das mit gegen Atomkraft sein früher für euch war. So, ja, klar, ist auch praktisch fast das Gleiche, ne? Und also ist für euch ja auch schwierig, wo wollt ihr die ganzen Silben entlagern? Das wirklich mit dem, du musst auf so vieles achten, heute gendern und kulturelle Aneignung und Cancel Culture. Was ist politisch noch korrekt, was ist gerade nicht mehr korrekt? Ich habe im Sommer lernen müssen, dass ich mein Lieblingslied von Eric Clapton nicht mehr hören darf, Laila. Ich sage, geht nicht, da werde ich gleich gebrandmarkt als geistiger Ballermann, der als Puffmutter im Festzelt sexuelle Ausbeutung hilfloser Frauen unterstützt. Meine Güte, war das eine Blöße. Gut, okay, es war Sommerloch und kein Krokodil im Baggersee. Aber muss man deswegen so einen Schwachmaten-Song wie Laila durch ein Mitgrölverbot in Festzelten bei uns erst richtig interessanter sind? Jetzt bin ich mal gespannt, das höre ich mir jetzt mal an. Das ist da so richtig gepusht, meine Güte. Wir haben doch früher bei unseren Kellerpartys auch gegrölt. Ole, wir fahren ins Puff nach Barcelona. Ole, ole. Das hat niemanden interessiert, zumal wir da auch gar nicht hingefahren sind. Na also, wer darf heute noch was? Die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin, die hatten sie über den Sommer in der Mangel, weil sie auf einem Rockkonzert war und auf Partys getanzt hat. Hallo? Klar, da sind die Konservativen gleich, da haben die gegeifert. Und gesagt, eine junge, intelligente, gut aussehende Frau, die trotz ihres Amtes auch noch Spaß hat. Das geht ja gar nicht. Es müssen endlich wieder die langweiligen, alten, grauen, weißen Männer ran, die nach Mottenkugeln riechen. Nur so kann ein Land anständig regiert werden. Und es mit der kulturellen Aneignung, das war ja schon lange vor Söders Trachtenjanker-Thema. Eine deutsche weiße Sängerin, Ronja Malzahn, mit Dreadlocks, also mit Rasterlocken, also mit verfilztem Haar, wurde von einer Fridays for Future-Demo ausgeladen, weil, haben die gesagt, Dreadlocks ursprünglich aus dem afrikanischen Kulturkreis kommen. Geht nicht, haben die Kiddies gemeint, auftreten darfst du bei uns nur, wenn du dir die Haare schneidest.
wie Kind zu einer erwachsenen Frau. Verschiebt sich dann immer gerade was? Uns wird früher immer gesagt, du gehst erst dann wieder aus dem Haus, wenn du die Haare ordentlich hast. Aber wie hätte es funktionieren sollen? Also wie kommt man zum Friseur, wenn man nicht aus dem Haus darf? Und ich war immer brav, ich habe immer gefolgt. Also an den Spätschäden leide ich heute noch. Ja, ich mein... Nein, haben die gesagt. Dann habe ich gesagt, Dreadlocks, das geht nicht, weil das beleidigt und beschämt die dortigen Kulturvölker, die sich bestimmt wahnsinnig dafür interessiert haben, was auf einer Fridays for Future-Demo in Hannover abgeht. Die haben ganz andere Probleme als kulturell anderweitig angeeignete Locken. So führt das jetzt Dreadlocks. Übrigens, da habe ich gesagt, hallo, Dreadlocks gab es schon bei den Wikingern, den Kelten und den alten Griechen. Wahrscheinlich wird es mit den Sternsingern bei uns auch bald geändert. Die heiligen drei Könige kommen künftig nur noch zu zweit, weil Melchior nur mit Blackfacing geht und wir in den Grundschulen nicht genügend indigene schwarze Weise aus dem Morgenland auftreiben können. Kulturelle Aneignung und dann die Krönung der Debatte, war ich gerade im Urlaub, Ende August, Winnetou. Der Ravensburger Verlag hatte sein Buch Der junge Häuptling Winnetou vom Markt genommen. Alle haben gesagt, ja, indigene Gruppen könnten sich durch die stereotype Darstellung verletzt fühlen. Das hat eigentlich niemanden interessiert. Bis zwei Tage später Bild und Welt eine Riesenwelle draus gemacht haben. Oh, der Verlag sei in die Knie gegangen, weil eine Minderheit ihren Woken-Wahnsinn mit Shitstorms durchgesetzt hätte. Aber von der anderen Seite kam der Shitstorm. Von denen gab gar keiner. Die am woke Wahnsinnslinke wollen uns Winnetou nehmen. ARD zeigt keine Filme mehr. Das stimmt. Aber schon länger nicht mehr, weil die Rechte mit der Konstantin-Film ausgelaufen waren. Aber egal, der Boulevard hatte wieder Stimmung gemacht und weiterhin kräftig Klicks gesammelt. Ich habe ja die ganze Aufregung sowieso nie verstanden. Winnetou, also wir sind doch alle damit groß geworden. Also, da war doch immer klar, weil das Bild war doch, die Indianer, das sind die Edlen und die Guten. Und die Bleichgesichter, das waren die Bösen und die Blöden. Wenn ich mich nicht irre. Das war doch in Ordnung, also und sehr realistisch dargestellt. Das Einzige, was ich als Kind bei den Verfilmungen nie verstanden habe, war, wieso ein Franzose Häuptling der Apachen werden konnte. Ja, in der DDR war es ja, da war auch ein Jugoslawe, ne? Dürfte man heute auch nicht mehr sagen, aber damals war es noch einer. Also Serbe. Da reden wir, können wir bei diesen Themen nicht mal ein bisschen lockerer, kann man das nicht auch mal mit dem Augenzwinkern irgendwo, geht es nicht, dass man da, also ich, wie gesagt, Ende August war ich in Urlaub in Kanada. Da waren wir am Fraser Lake und da habe ich zu meiner Freundin gesagt, komm, da oben hat es eine Bar, lass uns dort was trinken gehen. Und dann sind wir dahin, gingen in eine völlig verhaute Bar. Und da saßen drei, also ich müsste jetzt sagen, Vertreter, Indigener vom Stamme, nein, ich sag, wie es war, da saßen drei waschechte Indianer. Und an der Bar ausgeschenkt hat ein Inder, also ein kanadischer Inder. Und dann haben die Jungs gesagt, ey, komm, setzt euch zu und sind wir hin. Und dann haben die gesagt, ja, geh mal zu dem Hindu und hol drei Bier. Hab ich gesagt, woher weißt denn du, dass das ein Hindu ist? Da habe ich gesagt, das weiß ich gar nicht, aber du wirst doch nicht glauben, dass ich zu dem Indien sage. Indians, das sind wir. Und da hat er gefragt, ja, wo wir herkämen und so. Und dann haben wir gesagt, ja, wir sind da so bei Frankfurt, Germany. Und dann sagt er, ah, Germany, du alter Nazi. Da habe ich gesagt, du blöde Rothaut. Dann haben wir angestoßen, wurde ein schöner Abend. Also man kann das auch mal einfach ein bisschen... entspannt er sich. Das ist so mit allem. Du musst so vieles, bei der Sprache auch. Es wird so babylonisch. Alles dauernd ändert sich was. Da haben wir auch so vieles lernen müssen in diesem Jahr. 100 Milliarden Schulden für die Bundeswehr. Das sind gar keine Schulden. Das ist ein Sondervermögen. Sollten wir uns alle daran erinnern, wenn wir wieder auf die Bank müssen und zum Schalter, falls es dort noch einen gibt. Zitieren, schauen Sie mal, Ihr Dispo, der ist ganz schön ausgereizt. Ihr Konto ist knietief im Minus. Mein Sondervermögen, ja. Die EZB hat doch, kriege ich da jetzt auch Zinsen? Ringtausch, da
Da haben wir doch bis zu diesem Jahr nicht an Panzer gedacht. Das war doch was Romantisches. Am Altar. Und dauernd musst du dir Gedanken darüber, nochmal Gedanken und nochmal Gedanken. Und da denkst du, ich muss doch mal raus, mal weg, den Kopf durchlüften, Urlaub machen. Und das war in diesem Jahr toll, weil das war endlich mal wieder ohne Corona, konnten wir richtig Urlaub. Ich habe ganz klein angefangen, wollte so ein verlängertes Wochenende, ne, und wollte für ein verlängertes Wochenende nach Berlin. Es wurde dann ein sehr verlängertes Wochenende, leider nicht in Berlin, sondern auf dem Weg dorthin. Es war blöderweise das Wochenende mit diesem Sabotageakt bei der Bahn. Also zwei für die Infrastruktur notwendige Lichtwellenkabel haben sie durchtrennt. Vermutlich haben alle gesagt, der Russe. Stunden später, also eigentlich gefühlt Tage später, als ich in Berlin war, habe ich dann im Fernsehen gesehen, wie diese überlebensnotwendige Infrastruktur auf zwei schäbigen Rangierbahnhöfen im Ruhrgebiet und in Berlin offen zugänglich für alle brach lag. Also, da brauchst du doch keinen Russen. Da hätten Marder gereicht. Also das Tier, nicht der Panzer, der wäre nicht hingekommen. Also, oder vielleicht ein paar Pilzsammler, die gesagt hätten, guck mal, ein Kupferröhrling, den nehmen wir mit. Sabotage gegen die Bahn, das hat die Bahn doch gar nicht nötig. Sabotage von außen, das schafft die doch von ganz alleine. Aber Urlaub war toll, also wenn wir wegkamen. Das war ja auch nicht so einfach mit den Flughäfen. Na, Urlaub ist wirklich, man ist so weg von allem, von dem ganzen politischen Irrsinn. Wobei, bei mir muss ich immer sagen, war es so, immer wenn ich weg war, war was. Daheim, irgendwas, Neuwahlen, politische Beben, Rücktritte. Ich war einmal in Cornwall, also in Pilcherland. Und kaum dort war hier was los, muss wieder Zeitung holen. Bin ich zu so einem Zeitungskiosk, hab gesagt, wo finde ich denn ausländische Zeitung? Und sagt er, ja, ich vermute mal im Ausland. Das war... Ich liebe den britischen Humor. Und dieses Jahr war ich auch, also auf dem Weg nach Kanada war ich auch in England und da war dort was los, vor Ort. Boris Johnson tritt zurück. Der Brexiteer. Da hat er sich sauber verzockt damit, ne? Weil dann weiter, die Tage später kam dann auch also neue Tendenz. Die Mehrheit der Briten will zurück in die EU. Also das fände ich toll. Also für mich wäre das ein eleganter Tausch. Wir nehmen die Briten wieder auf, dafür schmeißen wir die Ungarn raus. Damit, damit der Orban mal in aller Ruhe drüber nachdenken kann, welche Werte er eigentlich mit uns zu teilen gedenkt. Und wir denken oft an Piroschka. Aber wenn die Briten, habe ich mir dann gedacht, wenn die jetzt zurückkämen in die EU, dann hätten wir ja immer noch die, also die haben ja erst, also dann hätten wir wieder die Tories bei uns, die ihr Land in Grund und Boden gewirtschaftet haben. Und damit hätten wir einen Failed State, eine Abrissbirne im europäischen Haus. Die sinkende Insel. Na, kein Wunder, dass da in diesem Jahr die Queen... Es ging schnell mit der Lisbeth, oder? Also, mich hat das auch schon überrascht, so überraschend. Also zwei Tage vor ihrem Ableben, also da war sie noch so gut drauf. Auf ihrem Schloss in Balmoral, also den mit der Badmoral empfangen hat, Boris Johnson, um ihn aus seinem Amt zu entlassen. Da hat sie sich noch gefreut. Give her a kick in the ass. Endlich. Endlich kann ich den rausschmeißen, der aus meinem Vereinigten Königreich Little Britain gemacht hat. Und dann war er weg, hat erst noch einen Gin genommen und dann wurde ihr klar, oh shit, ich muss ja seine Nachfolgerin mit den Regierungsgeschäften beauftragen, Liz Truss. Die ist ja noch schlimmer. Und da hat sie sich wohl gedacht, no, enough is enough. Und dann war sie weg. Die andere aber auch, also die Truss, war nicht lang da. Na, schon nach 45 Tagen schneller als ein Salatkopf welken kann. Aber die Taktzahl, die Schlagzahl der Rücktritte muss auch so bleiben, weil wenn König Charles III. Ähnlich viele Premierminister ernennen möchte wie seine Mutter in ihren 70 Jahren, dann ist es anders nicht zu schaffen. Schön war dann die Ernennung des neuen Premiers, also Rishi Sunak, ne, dem marktradikalen Goldman Sachs-Snob, als der vor Charles seinen Diener gemacht hat, von Your Royal Highness, ich bin der Nachfolger von Liz. Hat Charles nur ganz trocken gemeint, me too. Und
Dann hast du gedacht, jetzt ist Ruhe, nix, jetzt kloppen sich die Tories schon wieder wie die Blöden. Dann habe ich gesagt, das kommt davon, wenn man die Regie in Number 10 Downing Street Monty Python überlässt. Und bei uns sagen viele, guck nach England, so schlimm ist es bei uns noch nicht. Sag ich, das stimmt, also so ein Chaos wie mit den Tories bräuchten wir nicht auch noch. Aber so ein Hauch von Monty Python. Bei uns im Kanzleramt, im Parlament, das wäre nicht schlecht. Da wäre mal Stimmung in der Bude. Na, wenn der Minister für Silly Walks einschreitet, um dem Staatssekretär für blöde Antworten Einhalt zu gebieten. Das habe ich mir neulich gedacht. Lief bei uns im Kino die lange Nacht mit Monty Python. Und bei den Rittern der Kokosnuss hat mir die eine Stelle besonders gut gefallen. Die drei Fragen zur Überquerung der Brücke des Todes. Kamen sie alle an, Sir Galahad und Lancelot. Und du musst drei Fragen beantworten. Wenn nicht richtig, ging es nicht über die Brücke, sondern wosch, zack, in den Abgrund. Habe ich mir gedacht, Mensch, sowas wäre doch auch mal was bei uns. Beim Wahlsonntag. Na, bevor man seine Stimme abgeben darf, also muss man drei Fragen zum Allgemeinwissen richtig beantworten, sonst wird man zwar nicht in den Abgrund, aber dann wird einem der Zugang zur Urne verwehrt. Und nein, es gibt auch keinen Telefonjoker. Ich habe das vor dem Kino so vor mich hingebrabbelt, hab richtig Laune gehabt. Und da kam einer an und hat gemeint, also, ich hätte auch mal ein paar Fragen an Sie. Und ich war immer noch bei der Kokosnuss, ich war entspannt, habe gesagt, ja bitte, fragen Sie doch einfach. Sagt, können Sie mir vielleicht sagen, warum mit jeder Krise, ob jetzt Corona oder der Krieg, die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden? Also ja, also so ganz verstehe ich das auch nicht, aber es dürfte eigentlich gar nicht so sein nach der Pferdeäpfel-Theorie. Was? Der Trickle-Down-Effekt, sagt man doch immer, gibt den Reichen mehr, dann haben auch die Armen. Man muss nur dran glauben. Also glauben Sie dran und vertrauen Sie der Politik. Auf die Hand, die uns füttert, ist immer Verlass. Ja, das denkt sich die ganz kurz vor Weihnachten auch immer. Und dann pickt und rupft sie doch immer nur auf das schwächere Gänschen rum, anstatt mal den zu zwicken, der ihr an der Grache will. Warum ist das so? Warum treten bei uns alle immer nur nach unten? Und wenn du die neueste Umfrage siehst, da stehen schon wieder die ganz vorne, die uns den ganzen Schlamassel eingebrockt haben. Warum? Warum suchen sich so viele Kälber immer wieder ihre Schlacht selber? Warum ist das? Sie sind doch immer so. Sie tun doch immer so, als müssten sie alles mit dem Löffel. Das ist, was ich da frage. Hätte sie da mal eine intelligente Antwort? Also ja, intelligente Antwort, ja klar. Um mit Shakespeares Hamlet zu sprechen, ich darf zitieren. Vierter Akt, fünfte Szene, Vers 28. Nein. Ach so. Ach so. Also dann meinen Sie, dann wird 2023 mindestens wieder genauso schlecht wie 2022? Ja, womöglich. Vielleicht sogar noch schlechter, aber nein, komm, lassen Sie uns optimistisch bleiben oder positiv denken. 2023 wird auf jeden Fall viel besser als 2024. Ach so, ja, dann ist ja gut. Ja, und selbst wenn nicht, machen wir das Beste draus. Vielen Dank.